Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel Rölpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir diese komische Lataeon-Schlucht, oder wie auch immer die Nummer hieß, abgeschlossen, wo wir das Mana-Blattkraut bekommen haben. Und dann haben wir uns direkt zum Turm des Heils von Tetahola begeben, wo Kratos auf uns gewartet hat und wo irgendwie alles gleich aussieht anscheinend, weil es irgendwie der gleiche Turm ist und keine Ahnung. Und jetzt kämpfen wir gegen den Typen und der macht uns wahrscheinlich fertig. Also ja. Mal gucken. 25.000, okay. Judgment, okay. Au. Okay, ich glaube, diesmal machen wir den fertig. Ich störe irgendwie, dass ich nicht nachgucken kann. Aua. Zum Glück habe ich drei Magier, die mich unterstützen. So viel dazu. Ich glaube nicht, dass der gegen uns alle hier bestehen wird. So, komm mal her. Gehst du weg. Nein, nicht auf Rain los. Nein. Ey, der macht uns fertig. Ich habe so gut wie gar keinen Kampf ausgelassen, ne? In dieser verdammten Schlucht. Und der macht uns immer noch fertig. So. Schön auf ihn drauf. Schön auf ihn drauf. Nein. Ja, ein bisschen konzentrierter. Ja, das war sehr gut. Danke. Ja, das hat es nicht so gemacht. Ja, das hat es gemacht. Danke. Field Barrier. Da kann ich auch hier. Hilfe. Hilfe. Aua. Ja, so viel zu meiner Abwehr jetzt. Kriegen wir jetzt auch nichts mehr. Oha. Nein, nicht auf Rain. Auf Spinne. Nein, jetzt hat der einen Kraftschub. Leck mich. Leck mich. So, jetzt müsste ich Dings eingesetzt haben. Gucken wir. Sehr schön. 300, ja super. Ihr habt es voll drauf, ey. Nein, schon wieder Kraftschub. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, nicht auf Genis. Oh, Attack hoch, das ist gut. Da hat mein Kraftschub, hat mein Ding jetzt hier irgendwie annulliert, den Kraftschub von dem, deswegen hat er ihn wieder fast voll gehabt. Nein, nicht George Pinto. Aua. Der hat schon wieder einen Kraftschub bekommen. Ich glaube wohl auf den Arm nehmen. Nee, Rain hatte einen. Ja, super. Gehst du weg von ihm. Ja, der macht uns fertig. Du, Penner! Ja, ist gut. Ich darf nicht irgendwie kurz ausruhen, ne? Ich komme direkt aufs Maul. Mein Gott, wieder. Oh Mann. Konzentriere mich mal ein bisschen auf mich. Danke, aua. Aua. Ey. Irgendwas sagt mir, ich werde hier verrecken. Ma, hör doch jetzt mal auf. Ich will auch noch ein bisschen überleben. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, Abwehr abgebrochen. Leck mich. Nein. Warte mal, was habe ich jetzt eingesetzt? Das war nicht Dingens. Was habe ich jetzt eingesetzt? Nein, verdammt, oh, ich habe das eingesetzt. Nein, warum habe ich mit Gold eingesetzt? Nein, immer wenn ich gerade am Angreifen bin. Boah, jetzt tut er, jetzt wo alle geschwächt sind, wieder auf die losgehen. Ich will nur irgendwie Nurse oder, jawohl, Nurse. Sehr gut. Aua. Sehr gut. Ma, ey, wenn ich jedes Mal so schnell kaputt gehe.
Sehr gut. Mann, nein, ist nicht gleich schon wieder tot. Ah. Gibt's doch nicht. Warum ist er so stark? Na, jetzt hat er schon wieder einen Kraftschub. Nein. Ich weiß, ich benutze ihn hier die ganze Zeit als Heilruhe, aber egal. Nicht Resurrection, Mann. Aua. Der hat irgendwie auf mich abgesehen, kann das sein? Ja, mein Kraftschub bringt es auch voll. Ma! Ist doch nicht. So, komm mal her. Wow. Verreckt doch jetzt mal endlich. Wer hat den Dingens jetzt? Ich habe jetzt nicht gesehen. Ich glaube Rain. Mein Gott, was ein Kampf. So, ich hab's gleich. So, einfach drauf, einfach drauf. Komm her. Nein, nicht Judgmento. Boah, das war knapp. Ah. Cyclonil, okay. Cyclonil. Crescent Dark Moon, sehr schön. Ah, was ein Kampf. Was? Ja, ich muss auch gegen die kämpfen. Ich würde vom Widerstand abraten, denn dieses Mal gibt es keine Gnade. Oh Mann. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Leben wir noch? Sieht so aus, als würden wir zumindest so lange leben, bis sie die Vorbereitungen für Colettes Behandlung abgeschlossen haben. In ihrem derzeitigen Zustand ist sie scheinbar nutzlos. Vielleicht hat er uns hereingelegt. Er hat uns die Sachen sammeln lassen, die wir für Colettes Behandlung brauchen. Ja, so habe ich mir jetzt auch gedacht. Und uns Colette herbringen lassen, damit wir ihnen eine Menge Zeit und Mühe sparen. Du meinst, Kratos hat uns nur benutzt? Hat er uns schon wieder verraten? Leute, ich fühle mich schuldig, dass ich dies mit Colette und den anderen geschehen lasse. Ich wüsste ja gern mal, wieso ich ständig gefangen genommen und ins Gefängnis geworfen werde. Bist du sicher, dass du es nicht vielleicht verdienst? Wir sollten froh sein, dass wir noch am Leben sind. Hm, ja, vielleicht. Verdammt, das Ding ist halb wie Stein. Und ich kriege das Schloss nicht auf. Wir auch nicht, nichts zu machen. Können Colette und Presea es aufbrechen? Keine Chance. Tut mir leid, dass ich nicht helfen kann. Wir sind also wirklich eingeschlossen? Geht mal zur Seite. Jetzt kommt er und tritt einfach mal. Was zum Teufel? Wow! War das ein Kamehameha oder ein Hadoken oder... Was zum Teufel? Wie hast du das denn gemacht? Eigentlich bin ich auf das Kämpfen mit den Händen spezialisiert. Nicht auf den Kämpfen mit meinen Füßen. Und da Exvius die Fähigkeiten ihres Benutzers weit über die Höchstgrenzen hinaus erhöhen, war dieses Ergebnis zu erwarten. Warum kämpfst du da nicht einfach mit den Händen? Ich habe geschworen, nie mehr mit diesen Händen zu kämpfen. Dieses Mal habe ich sie benutzt, um dich zu retten, Lloyd. Du wirst die Welt reinigen und Colette retten, nicht wahr? Ja, genau. Okay, jeder schnappt sich, was er kann, und dann verschwinden wir von hier. Okay, zum Teufel, ey. Kämpf mit dem verdammten Arm, ey. Leck mich, was zum Teufel, der macht hier einfach so ein Kamehameha und haut einfach die Gitterstäbe da weg. Leck mich. Imba-Riegel, ey. So. Ich kann wieder was ausstellen, und zwar hier. Tun wir noch ein bisschen hier mit Lloyd. Mir fällt gerade ein, ich habe nur so eine Sephira bekommen, ne? Die gibt doch doppelt so viel Geld, ne? Ja. Werde ich wahrscheinlich jedes Mal jetzt, wenn ich mit irgendjemandem rumlaufe, haben. Ist man nur das gute Team, ja. Oh, der Kampf, der hatte es aber in sich gerade. Bams. Ja, bei ihm geht das schleppend voran, habe ich so das Gefühl.
glaube, ich kann mal anstatt ihn jetzt mal das hier alles drin lassen und Rain, bei ihr dauert sowieso immer lange, bis sie irgendwas lernt. Deswegen nehmen wir ihn jetzt als Heiler, damit wir, weiß ich nicht, damit bisher hätte auch noch ein paar Angriffe, die sie noch nicht gelernt hatte. Jo, Fury Infliction hat ja nicht so große Auswahl. Prüfen. Ach, wir können nur hier, okay. Geleiten, okay. Pfusch. Alles klar. Und Speicherpunkt. Das ist so das erste, was ich haben wollte. In diesem Gebiet. Boah. Und Mikrofon. Nicht umfallen. Wappen. Noch mal kurz gucken, kann ich irgendwie diese Gitterstäbe hier begutachten? So, like, what the heck? How did he do that? Das hättet ihr sehen müssen, Mädels. So. Ja, jetzt gibt es schon wieder zwei Wege, wo ich hin kann. Das regt mich auf. Okay, ein Weg. Perfekt. Dann. Hab mal los in unbekannten Gefilgen. Na nun, komisch, das ist doch ein Transporter. Vielleicht gibt es am Zielort ein Problem. Mann, was machen wir jetzt? Wir können nicht hier bleiben. Leute, ich fliege mal hoch und sehe mich um. Okay, aber tu nichts Gefährliches. Jetzt denkst du ans Fliegen, ne? Jetzt kannst du auf einmal fliegen, ne? Colette, was zum Teufel? Hier wird doch nichts passieren. Lass sie mal machen. Jetzt denkt sie daran, mal zu fliegen. Hm? Diese Kiste muss im Weg sein. Die heilige Stadt. Velgaia. Okay. Okay. So. Das ging ja schnell. Das Problem scheint behoben zu sein. Ich weiß. Okay, gehen wir. Okay. Keine Monster und so gesehen. Jetzt tauchen wahrscheinlich voll viele auf, ne? Was zum... Okay. Okay, hier scheinen Engel an der Tagesordnung zu sein, nehme ich an. Wow, lauter Engel. Sie werden uns schnappen, wenn wir noch lange hier rumwandern. Du hast recht, wir werden vorgehen, Colettes Gefangene zu sein. Das sollte klappen, schließlich ist sie ein Engel. Ja, und wir sind 7 Gefangene. Sie hat uns alle hier auf einmal fertig gemacht, ne? Puppen. Ja. Das habe ich irgendwie. Genau das habe ich irgendwie erwartet. Ihr seid doch so unsensibel, Jungs. Der Strom ist mal, das muss bald umgekehrt werden. Das System ist zur Kontrolle gegangen, nachdem wir den Schutz des Kampfes schwächer geworden ist. Okay. Mein Gott. Okay. Ich sollte mir das vielleicht mal angucken. Verdammt, jetzt habe ich alles weggedrückt. Verdammt. Eine seltsame Stadt. ここには生活感がない。それが原因だ。そうか。生きてるけど死んでるのと同じなんだ。何も考えてないんだ。そのようだ。苦しさはやっぱり間違ってるよ。Also wir nochmal kurz heraus. Ja, verdammt, hätte ich gewusst. Ich dachte, die tun so 0815 Zeug wieder bereden. Ich meine, hallo, Rollenspiel. Tut mir leid, ich mit jedem rede, aber. Ah.
Ja, der Mann, aber den Beinen werden nie so genau abgeschnitten. Wäre super. Da muss jetzt jemand anders leider Prinoma unterstützen. Ja, da gibt es ja noch eine, ne? Ich habe ja schon richtig, hier hätte vielleicht nicht reingehen sollen. Ja, jetzt kommt mir doch bekannt vor. Hallo, könnte ich bitte ein Mana-Fragment haben? Mana-Fragmente werden nicht länger ausgegeben. Kehren Sie zurück in Ihren Bereich. Du willst uns keins geben? Ein Mensch? Dies sind die Testpersonen für die Forschung zu den Kruxis-Kristallen. Hochrangige Exwehrforschung. Ach so, jetzt wo Sie es sagen, erinnere ich mich, dass ich von Tests an Menschen gehört habe. Genau, und wir benötigen zu diesem Zweck ein Mana-Fragment. Verstehe, dann weisen Sie sich bitte aus. Muss das denn sein? Selbstverständlich. Lord Kratos! Wir benötigen ein Mana-Fragment für das Ritual der Auserwählten. Ich habe einen Boten gesandt, um es abzuholen. Verstehe. Ja, genau, das sind wir. Wollen Sie behaupten, Sie sind Kratos Boten? Jawohl. Schweig, Mensch. Wir gehören zu Kratos. Aber vor einer Minute haben Sie doch gesagt, Sie benötigen es für wichtige Exwehrforschung. Genau, und zufällig wird es auch für das Ritual benötigt, deshalb möchten wir es jetzt abholen. Bitte beeilen Sie sich. Wollen Sie etwa Lord Kratos erzürnen? Aber ohne Ausweis. Außerdem scheinen Sie zur Klasse der Designs zu gehören und haben Menschen dabei. Während Sie Ihr Haare spalten, geht Yggdrasil die Geduld aus. Wollen Sie, dass er Sie ins Gebet nimmt? Genau, genau, Lord Yggdrasil ist ganz schön furchterregend, wenn man ihn in die Quere kommt. Okay. Uah. Dann schaffen Sie es schnell zu ihm. Sehr schön. Okay. Engel ohne Seelen. ここの天使のほとんどはやはり心を失っているようね。考えることもできず、長い年月を生きていく。彼らはもう幸せを感じることもできない。悲しすぎるよ。コレットが天使になっちまわなくて、本当良かった。この町の奴らを見てたらそう思うよ。 Ja, fast. Fast kein Engel. Ja, oh, du siehst aus, als hätte ich mit dir sprechen können. Noch hineingehen. Und ihr sagt mir, wir sind hier nicht richtig. Oh. Hey, ist hier ein Dingens drin? Hey, Nebel im Schlüssel vibriert. Ist das? Okay, dann machen wir sie mal auf. Apokalypse, und da müsste der Stab sein. Ich wusste es, es ist eine Waffe der Finsternis. So, haben wir jetzt alle? Was? Ja, ich hab doch schon. Wo? Oder war einfach nur. Okay. Hm. Steht das überall? In unserer bösartigen Aura. Diabolo, in dieser Woche kann man das Chaos pulsieren hören. Hafnir, ein verfluchter Dolch aus den Knochen eines boshaften Drachen. Einfach auf deren Fluch, dass er sieht von dunkler Herkunft. Wahrscheinlich werde ich mir halt alles mal notieren irgendwann. Mit meinen Klingen war Stacheln verfügbar. Auf deren Fluch liegt. Okay, überall wo drauf steht, dass ein Fluch drauf liegt, ist wahrscheinlich. Sind alles irgendwie so verfluchte Waffen. Also haben wir doch noch nicht so viele. Verdammt! Na? Hi, na. Warum ist hier eine Waffe von Nebelin? Absolut aktiviert. Also abgebrochen, ja. Gucken wir mal. Was ist denn hier zum Beispiel noch? Meine Güte. Ist ja irgendwo so ein Shop vielleicht. Aber das sieht auch schon richtig aus. Ma, ich kann mich nicht entscheiden immer bei sowas. Ist ja nicht irgendwo eine Karte oder so. Aufzug deaktiviert. Erdgeschoss. Ach so, okay.
erste Ebene, Etage oder was auch immer. So, ist nix. Kann ich hier raus? Nein, okay. So. Wie ein Designing und ein Engel niedrigen Rangs mit menschlichen Gefangenen? Das ist merkwürdig. Ach was. Nochmal. Verschwendeter Programmierplatz. Was soll das eigentlich? Zweite Etage. Ding. Now reaching the second floor. Was zum Teufel? Könnte doch wenigstens irgendwas hier reinpacken. Oh Mann. Warum? Ich bin nicht interessiert. Verschwindet. Okay. Ich muss einen Flügel anzünden. Ich habe irgendwie sowas verlangen. Oh, brennende Flügel. War von Icarus gehört. Mann. Alter, muss da irgendwas sein? Gibt's doch nicht. Könnt ihr nicht hier vollkommen verschwindenden Platz machen? Ihr habt einen Raum erschaffen, also müsst ihr auch da was reinpacken. Das andere wäre Verschwendung. Verdammter Dreck. Solange Origin steht, wird das ewige Schwert Lord Yggdrasil gehören. Okay. Okay, das war schon wieder verschwendete Aufnahmezeit, danke. Ah, das war jetzt nicht nett. So, dann gucken wir mal weiter. In diesem Haus ist nichts, nur damit ihr es wisst. Geht da nicht rein. Macht da nicht, was ihr auch immer machen wolltet. So, speichern. Latheon-Schlucht, genau. So ist die Schlucht. Irgendwann weiß ich dann alles auswendig, wenn ich da 3-4 Mal durchgespielt habe. Wahrscheinlich werde ich auch direkt danach, wenn ich hier mit dem Let's Play fertig bin, ein bisschen spielen. Hey, schau dir das an. Ist das ein riesiger Transporter? Vielleicht können wir den benutzen, um zur Oberfläche zurückzukehren. Sind wir nicht irgendwie oben? Wir wurden nach oben doch teleportiert, oder? Wieso sind wir denn jetzt unten? Das verstehe ich nicht. So, was ist hier noch? Ich hätte gern mal so einen Laden oder so, wo ich Sachen kaufen kann. Engel, die werden doch wohl irgendwas verkaufen oder so. Ich weiß zwar nicht aus welchem Grund, aber warum gibt es Menschen? Das entzieht sich mein Verständnis. Ich muss dem nachgehen. Warum gibt es Engel? Hä? Geleiten, okay. Ja, das sieht doch schon irgendwie so ein bisschen aus wie ein Laden. Warte, Leute, wir sollen noch mehr Informationen sammeln. Warum? Ich bin doch gerade dabei, Informationen zu sammeln. Denkst du, was ich denn hier mache? Ich schaue mich um und so. Was ist das hier? Abwärts. Ah, nicht dieses Geräusch. Ah. Was ist das denn hier? Okay. Okay, was hat es hier mit diesen ganzen Orten auf sich, wo nix ist? Ja, mein Kopf. Sag mir, du verkaufst irgendwas. Nein, okay. Entschuldigung. Das ist gar nicht. Wir haben ja Dingens. Ich glaube, wir haben eine Erfahrungsgeber bekommen, ne? Ja, Energietabletten. Ich sollte vielleicht mal die Erfahrungsgeber einsetzen. So, Zellos, Regal. Was ist los? Babs. Immunität. Ja. Einfach so erstmal ausprobieren wieder. So, prüfen. Nein. Ja, überall sind hier solche komischen Dinge, aber scheint nicht irgendwas zu sein. Na? Kleidung ist bedeutungslos. Wenn man ein Engel geworden ist, fühlt man die Hitze und Kälte nicht mehr. Dann läuft er direkt nackt rum. Scham müsstet ihr ja auch nicht spüren. Ah! Ich hasse dieses Geräusch. Wer hat es erfunden? Oh, sehr gut. Muss ja doch. Irgendwo muss es doch was zu kaufen geben. Oder zum Beispiel Wasser des Lebens wieder. Okay, hier gibt es nicht irgendwo Dingens.
Vielen Dank. Sorry, irgendwo so Waffenautomaten. Das wäre sehr schön. Prüfen. Erfrischer aktivieren. Glück, Glück, Glück. Physischer Status vollständig erholt. Sehr gut. Oh, mein Kopf. Er tut weh, wenn ich das höre. So, was ist da oben noch? Aua. Wir sind ja auch so ein Erfrischer. Wenn eure Funktionen beeinträchtigt sind, bedient euch der Erfrischer. Aber Engel tun doch keine Schmerzen mehr für ihn. Ah. Das macht doch gar keinen Sinn mehr. Aua. Ohne Scheiß, mein Kopf tut jetzt voll weh wegen dem verdammten Geräusch. Ich habe das begehen. Wie nennt man das? Ich habe das verlangt, selbst noch zu begehen, so wie Lavandia. War das hier? Verschiedene Frequenzen aus dem Gameboy haben irgendwie dafür gesagt, dass japanische Kinder irgendwie Selbstmord begangen haben. Vor Pokémon spielen. Pokémon Grün war das, glaube ich. Ja. Und ihr seht, ich mache mich auf den Weg zum Speicherpunkt. Und das heißt, unsere Zeit ist schon wieder um. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, The Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bleibt's.